Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Part 54, glaube ich. Heute mal mit einem Gastkommentator, der sich bitte vorstellen mag. Ja, ich habe dich nur kurz nicht gehört, deswegen habe ich nichts gesagt. Servus Leute, ich bin's mal wieder, endlich mal wieder dabei bei einer Aufnahme vom TK der Ausbildung Let's Play. Nach 20 Parts ungefähr. Nach 4 Monaten ungefähr. Hier ist Bob. Ich werde von Bob angerufen. Ich singe dir mal meinen neuen Song vor. Lalala, Flurmel, Flurmel. Warum bist du ganz Flurmel? Ich wäre so gerne du, Flurmel. Lalala, Flurmel und Bob. Bob und Flurmel. Der Verein wird wiederholt. Ausblenden. Das ist die beste Begrüßung, die ich jemals in einem Part bekommen habe. Oh mein Gott. Bob, der Anrufer. So, wir haben es jetzt gerade vielleicht zu Arena zu kommen. Weil ich ja schon die ganze Arena gemacht habe. Na, alles ist gut. Ich habe vorgesorgt. Ich wüsste jetzt nur gerne, komme ich hier dahin. Ich glaube, ich bin falsch. So. Geht jetzt wahrscheinlich total falsch gerade, aber gut. Also das muss ich erstmal aktivieren. Das ist schön, dass du jetzt nicht sehen kannst, weil die Leitung zu schlecht ist. Tja. Hätte ich gern gezeigt, aber die Leitung meint, nein, das mache ich nicht, denn macht sich. Wenn deine Leitung sagt, ich mag nicht, dann mag sie halt nicht. Genau, so meine ich das. Und nicht anders. Genau. Genau. Na gut, über was wir vielleicht quatschen könnten, ist das neue YouTube. Wovon ich eigentlich schon, so als ich das gesehen habe, ach, ich glaube, ich mochte schon meinen Pokémon-Part, erwähne ich das mal. Ja, so wie ich. Ich habe es auch schon erwähnt. Also mir gefällt es nicht so gut, also... Ich werde mich eh wieder daran gewöhnen, das ist bisher immer so gewesen. Ja, aber zu Beginn ist die Umstellung ganz schön komisch, weil es laufen ja einige Petitionen. Ja. Ich habe irgendwie davon mitbekommen, dass irgendwie der YouTube-Erfinder dieses YouTube zurückkaufen möchte. Aber jetzt ist der... Ach so? Google hat gesagt, dass es wieder das Alte wird. Ja, Google hat gesagt, die bieten jetzt mehr. Also, sie wollen mehr haben, damit er es zurückkommt. Ja, wenn er es zurückhaben will, dann kann er auch mehr bieten. Das dürfte dann eigentlich nicht so das große Problem für ihn sein. Ja. Also, zurzeit sieht es bei der Petition ziemlich mager aus. Ich glaube auch nicht, dass er mit YouTube hat. Nee, das bringt ja nicht. Für 100.000 Leute, nur eine Petition von 100.000 Leute, das geht ja gar nicht. Ja, ich muss Ben synchronisieren. Bist du überrascht? Bist du überrascht, dass es hier zwei Arena-Leiter gibt, Wir sind Zwillinge, Wir brauchen nicht zu sprechen. Ich bin kein Zwilling. Der andere gerade denkt, Gedankenübertragung, diese doppelte Stärke kannst du sie besiegen. Ich hab wahrscheinlich geleckt, nicht? Also was sich da YouTube und Google einfallen lässt, das sind ja wirklich Spagatscheiße, also... Das sind ja wirkliche Lappen, mittlerweile geworden, also... Ja. Kann man eigentlich gar nicht mehr zu viel dazu sagen, weil... Zuerst das mit dem Kanalbanner, mit dem neuen YouTube-Design, wo 10 Videos in einer Reihe sind... Ne, 5 oder 6 sind's, egal... Und jetzt das wieder, das auf alles auf Google Plus rübergeschoben wird. Ich frage mich nur, wieso es eigentlich dann noch auf YouTube die Unterteilung Posteingang überhaupt noch gibt. Bis Ende des Jahres ist die weg. Ja, die hätten sie gleich wegmachen können. Bringt ja kein Schwein mehr was und immer leuchtet die scheiße rote Glocke auf, fällt nur noch, dass sie nicht bimmelt. Das kommt noch. Tja. Da wird sich Gronkh und die anderen großen YouTuber freuen, ding ding ding. Weil es die ganze Zeit.
Nee. Gronkh lässt alles hochladen. Macht er doch eh schon. Ja, eh. Ich glaube, Rendern lässt er auch schon. Er nimmt nur noch auf. Saraza macht, glaube ich, noch alles selber. Scheiße, Momentas stirbt. Letztens waren sie bei TV Total, ich glaube vor einem Monat oder so war das. Und Stefan Raab gleich wieder, er spielt GTA 5 mit Schreiber. Der Obersuchti. Jetzt habe ich ein Problem. Welches? Bist du fast tot oder wie? Nö, nicht fast. Komplett. Nein, hat sich schon andere Sachen gesagt. Das nervt gerade, was da gerade abgeht. Also, um noch einmal kurz zu YouTube zurückzukommen, das sind wirklich, da kannst du einen Piepton drüber setzen, so Schnitzelficker, eindeutig. Also, das ist nicht mehr normal. Dann schneid's raus. Nein, ich schneid auch nicht raus. Also das ist echt zum Teil nicht mehr normal, was die damit abziehen. Das ist ja total unübersichtlich jetzt geworden. Ja, in den letzten Jahren. YouTube wird von Jahr zu Jahr schlechter, meiner Meinung nach. Du meinst GoogleTube. Ich finde, wenn YouTube, also der echte... YouTube, Google. Der YouTube-Macher noch dran wäre, dann hätte er bestimmt andere Sachen gemacht. Ja. Bugs gelöst, das mit dem Kanalhintergrund leichter gemacht. Beziehungsweise, dass man da wieder selber mehr kreativer sein kann und nicht nur so einen viereckigen Kasten da oben hat und fertig gut ist. Ich bin ein viereckiger Kasten. Mit mir kann man total wenig machen. Aber ich bin viereckig. Ja! Hauptsache, ich bin viereckig und ich kann ein paar Links einfügen. Das zum Beispiel von Google Plus. Das ist sehr effektiv. Jetzt darf nur nicht mein Laserbeam sterben. Hauptsache, man kann Links einfügen, zum Beispiel von Google Plus. Ja. Google Plus ist Google Plusig. Nein, jetzt kriegt auch noch mein Pokémon. Arschloch. Hast du dir überhaupt einen Timer gestellt? Ja, ich nehme mit Gameplay auf. Ach so, stimmt der. Du bist ja noch so ein altmodischer Camtasia-Fritze. Ey, bei Pokémon ist das deutlich angenehmer. Nö. Doch. Bei mir nicht mehr. Also bei mir, ich nehme jetzt alles mit Fraps. Ich hab's am Anfang gemacht und dann wurde es mir zu blöd. Aber ich kann so stoppen wenigstens. Außer den Nintendo Talk. Der muss sich mit Camtasia aufnehmen. Ja, weil Fraps keine Bildschirm. Nee, mit der zweiten Audio. Weil das über Audacity nicht funktioniert, dass ich vom über Skype die zweite Audio aufnehmen kann. Achso. Nein, jetzt. Naja. Tötet der Sonnenfell. Ich hör zu, aber ich bin gerade ein bisschen so. Ja, du bist in deiner eigenen Welt drinnen. Ich bin am Aufnehmen. Ja, man merkt. Aber was gibt dir auf, dass bei dir nicht die Festplatte abkackt? Nö, ich habe eh alles woanders abgespeichert. Sticks. Ich ja auf einer externen. Alle 2 Wochen ungefähr mache ich mal den Safe-State. Okay. 70 Bart für einen Arsch. Aber ich darf mein USB-Stick nicht in den Schulrechner stecken. Wieso? Weil unsere Schulrechner sind dermaßen mit Viren vollgepumpt. Da geht's gleich los, wenn du einschaltest. Düdung. Ich bin mal nach Hause gekommen. Also das erste Mal, wo ich den Stick da reingesteckt hatte. Und er hat ja? Mein Virenprogramm 45 Viren und 10 Trojaner gefunden. Ach, das ist doch schön, oder? Ja, super.
gleich formatieren, die ganze Kacke. Ja, habe ich auch gemacht. Zum Glück hatte ich da bringt, Backups. Da dauert es recht anders. Da dauert das Viren, Virenlöschen länger als das Formatieren. Weil das Formatieren geht ja ruckzucks. Pokémon. Das Let's Play geht bald zu Ende. Ja, und bald kommt auch die Room-Tour. Vielleicht. Er hat sie schon aufgenommen. Ja, hab ich. Ja. Ich muss da jetzt ein bisschen Stress machen und das alles deinen Zuschauern erzählen. Deinen Zuschauern erzählen, damit du sie auch jetzt bald dann mal hochlädst. Ich hab's ja auch schon gemacht. Ja, du. Aber ich bin nicht du. Aber bei mir war die Beleuchtung so scheiße. Komischerweise. Am helllichten Tag. Los, Laserbeam, trink einen Sprudel. Sprudel! Aber jetzt wird die Beleuchtung erst richtig scheiße bei uns. Warum? Weil es schneit. Und das heißt, den ganzen Tag ist dunkel. Wieso? Weil es soll heute wieder schneien, also Sonntag. Weil es ist jetzt genau 23.59 Uhr, jede Sekunde lang. Darf ich das auf 0.00 Uhr umstellen, dann sind wir auf Sonntag eingestellt. Und da heute schneit es und morgen schneit es und am Dienstag auch und am Mittwoch ist etwas schöner, aber kalt und am Donnerstag schneit es dann schon wieder. Also der Winter ist da bei uns jetzt. Ja, bei euch dauert das bis März und dann ein Tag Schnee und dann hitzefrei wieder. Nee, das leider nicht. Ihr habt 12 Grad kaltes Rhein. Ich hätte gerne irgendwas, womit ich mich jetzt noch. Ja, mach ich Stahlflügel? Ja, mach ich Stahlflügel. Los, du bist schneller. Gibt's das eigentlich? Was? Gibt's das eigentlich bei euch kältefrei? Ja, gab's letztes Jahr, aber das ist mehr so Eis und so. Aber das Doofe ist, ich bin jetzt auf der berufsbildenden Schule und da kann es gut sein, dass es mal nicht ausfällt. Ja. Bei uns war es so, also ich bin ja schon lange nicht mehr in der Schule, gewonnen. Das weiß der ja. Ich hab gewonnen. Was? Unsere Kombination? Ich muss mal eben vorlesen, danach kannst du weiterreden. Ja. Wurde auseinandergerissen. So sieht's aus, du hast gewonnen. Daher überreichen wir dir dies hier 8400 Punkte. Demental. So, jetzt halt dein. Jetzt halt dein Schnauze, Alter. Da kommt noch Text. Aha! Der Mentalor. Nein. SP. Angriff und die Spezialverteidigung von Pokémon. Und du kannst damit die VM Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist ebenfalls für dich. TAM 4. Was ist es? Gedankengut. Ach nee, die ist nutzlos. Kann ich ja verkaufen. Oh nee, jetzt haben sie sich auch noch in meinen Pokémon-Nerv eingetragen. Wollen sie so wie Bob enden? Was wolltest du sagen? Also bei uns gibt's das mit kältefrei so und so nicht, obwohl das bei uns oft im Winter auch minus 25 Grad hat hier in den Bergen. Aber bei uns gibt's das nicht, weil bei uns, also ich bin ja schon lange nicht mehr in der Schule, wie du weißt, ich bin ja seit März fertig. Ja, das weiß ich. Mit meiner Fast-Matura, kann man sagen. Ja, eine Art Matura. Weil bei uns lassen sie sogar über den Sommer in der Schule, oder haben sie über den Sommer in der Schule die Heizungen laufen lassen. Die laufen ganz ehrlich 24 Stunden am Tag durch. Und dass da mal die Klassen unterkühlt werden, das ist nicht so. Ja, ich gebe dir voll recht, also ich kenne das auch total hier in Deutschland. Das ist so scheiße, im Sommer hat es 30 Grad draußen und... Und drinnen läuft die Heizung und du kannst die nicht regeln in der Klasse. Das ist das Behindertste gewesen. Nerv. Halt dein Schnauze jetzt, es ist mein Let's Play. Nein, ey, übernimmt mein Fokus, macht Let's Play. Ich muss ihn blockieren. Halt dein Schnauze jetzt. Ich darf das blockieren. Du Spagatscheißer. Was? Nix. Ich bin aber kein Spartakus. Ich hab gesagt, Spagat scheiße. Aber der scheißt ja Spagat, deswegen ja. Was laberst du? Hast du nichts gelernt? Du bist nicht der Babo.
Ich bin der Chabo, nee, ich bin der Babo. Okay, ich bin jetzt über die 15 Minuten rüber. Und deswegen werden ich gleich den und Bart das heißt? Nach dem Tentacher. Los, Tentacher, du hast die Ehre zu sterben. Tot. So, Leute, ich würde sagen, ich nehme gleich mit ihm da, mit dem da, noch einen Pfad auf. Tschüss, ich bin jetzt weg. Wir sehen uns im nächsten Pfad. Bis dann. Halt dein Schnauze jetzt, ich mach dir Verabschiedung. Ciao.